einer Zeit, als die Erde noch jung und wild war, lebte ein Stamm mutiger Seelen, ein Volk tapferer Höhlenmenschen. An einem späten Abend, getrieben von ihrem Hunger auf der Suche nach Essen, stießen sie in die Tiefe einer verborgenen Höhle und fanden einen Kristall, der nicht von dieser Welt zu sein schien. Er funkelte und glitzerte in allen Farben. Es war ein Artefakt von unfassbarer Macht, ein Vermächtnis aus alten Zeiten. Unwissend nahmen sie den Kristall in die Hände. Dann geschah plötzlich etwas Unglaubliches. Eine Malung gab sie ein Licht so hell, dass die Nacht zum Tag wurde. Ja, Chef? Eine neue Reportage? Ja, sicher, mache ich. In, wie? Dies und dies. Okay. Okay, ja, ich bin unterwegs! Oh, Puga, Puga, oi! Hallo miteinander, wir sind heute hier wieder auswendig live für den Bus. Huga, Huga. Grüß Sie, mein Name ist Muslim, Kollege. Der Katze darf nicht in das Stegehaus in ein Pisle. Herzlich willkommen zu den Live-News aus Dies und Dies. In letzter Zeit sind hier kuriose Machenschaften am Werk gewesen. Es sind Scooter, Katzen und sogar eine ganze Kuh verschwunden. Und die Bevölkerung stellt sich nur eine einzige Frage. Wer ist das gewesen und was kommt als nächstes?